Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal eine Runde Blocktality. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich früher immer gezockt habe, vor langer, langer Zeit. Und das hier ist auch wieder ein nachkommentiertes Video, deswegen nicht wundern. So, hier Options habe ich gerade schon gezeigt und ja, das Spiel hat auf jeden Fall einige Facetten. Wir können ja erstmal auf Edit gehen. Da gibt es auf jeden Fall auch einiges, was man hier einstellen kann. Da kann man sich nämlich selber irgendwelche Level erstellen und die dann zocken. Wir spielen aber hier die vorgegebenen Level und fangen wir doch an mit Alpha 1. Genau, da spawnen wir dann hier. Und wir sind dieses grünes Männchen hier und müssen irgendwie uns durchschlagen. Genau, daraus besteht eigentlich das Spiel. So, da können wir anscheinend nicht rein. Dann gucken wir mal. Hier gehen den Gang runter. Und da haben wir auch schon den ersten Typen, der uns töten will, aber den haben wir natürlich leicht besiegt. Ja, Spielkonzept ist recht einfach. Wir steuern mit WASD und mit der Leertaste können wir springen, so wie hier. Und ja, dann müssen wir halt immer diese Viecher hier besiegen. Oben links haben wir auch eine Anzeige, wie viel Leben wir noch haben. Das hat sich gerade wieder aufgeladen. Und oben rechts ist unsere Munition, die lädt sich immer auf, wenn wir jemanden töten. Wenn wir das dann einsammeln. Und ja, dann kann man noch Bomben schießen. Das sind diese grünen Punkte da oben. Und die kriegt man, wenn man selber stirbt und dann seine eigenen Kugeln sammelt. Genau, dann kriegt man diese Bomben. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also die Bomben helfen auf jeden Fall auch ungemein bei dem Spiel. Und ja, ich habe das irgendwie vor dieser Aufnahme mindestens 2 Jahre nicht mehr gezockt. Weil das gibt es nämlich auf Windows 7 nicht und ich hatte bis 2013 Windows XP. Bis Mitte 2013 irgendwie. Ja, da hatte ich Windows XP und da ging das noch. Da habe ich auch immer mal gespielt. Allerdings seitdem eigentlich nicht mehr. Eigentlich gar nicht mehr, ne? Nur jetzt halt an dem Laptop, was ich ja schon mal erzählt habe. An dem Laptop, wo Windows XP drauf ist, habe ich ja immer die Gelegenheit, hier solche Spiele aufzunehmen. Und aber sonst halt nicht, ja. Und das ist halt blöd. Das habe ich aber alles schon mal in der Folge von Pingus erklärt. Die, ja, findet ihr auch in der Playlist. Also einfach mal reinschauen, da erkläre ich das alles. Warum ich diese Spiele hier, diese alten, die heute nicht mehr funktionieren, teilweise, warum ich die ja immer relativ umständlich aufnehmen muss. Genau. Und da haben wir jetzt wieder eine größere Bedrohung auf uns. Da müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen. Ja, Leute, ein paar Leute haben schon gefragt, was ist mit Let's Trash oder Trash Games? Ist ja lange nicht gekommen. Ja, da kann ich nur sagen, es wird jetzt wieder öfter kommen. Jetzt um Jahreswechsel, da kam ja League of Legends, dann kam hier der Jahresrückblick vorher noch und ach, keine Ahnung, es war irgendwie gar keine Zeit. Genau, Minecraft Facts kam ja auch noch, die letzte Folge, by the way. Und dann sind wir zum ersten Mal gestorben. Naja, dann haben wir halt wieder ein bisschen ein paar Bomben, ne? Genau. Das ist auf jeden Fall auch immer ein Vorteil, wenn man stirbt. Ja. Okay. Was wollte ich noch sagen? Ach so. Ja, jetzt wird halt Trash Games wieder öfter kommen. Das heißt, nächste Woche kommt League of Legends. Und in 2 Wochen sollte dann auch wieder eine neue Folge kommen hiervon. Da zocke ich dann auch mal wieder so ein Spiel wie dieses hier. Das ist auch wieder ein älteres. Und zwar nennt sich das Trackmania. Das ist aber eine ältere Version. Da gibt es ja auch viele Versionen. Und die Version, die ich dann zocke, naja, die ist schon ein bisschen älter wieder. Und funktioniert auch heute nicht mehr so richtig auf Windows 7 und Plus. Naja, egal. Sehen wir dann. Auf jeden Fall, League of Legends sollte auch noch kommen, gestreut zwischendurch. Und ich habe noch so viele andere Games, die ich noch zocken möchte. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinterherkommen soll, Alter. Jetzt habe ich hier schon mal die Brücke rüber freigeschaltet, sozusagen. Und da haben wir jetzt alles. Bisschen wenig Munition. Ah, nun gut. Wir sind ja jetzt eh fertig und da wird alles zurückgesetzt, genau. So. Ja, was kann man sagen? Oh, da ist das erstmal eingebrochen. Ich weiß nicht, gibt's noch was zu erzählen? Ach so, was ich noch erzählen wollte, ich habe früher, bevor ich Minecraft hatte, habe ich immer so das Spiel ein bisschen gezockt hier. Weil mich das so ein bisschen an Minecraft erinnert hat.
Ich weiß nicht. Ist auch so mit Blöcken und so. So ein bisschen hat es mich an Minecraft erinnert. Ich weiß zwar nicht warum. Aber, naja. Warum nicht, ne? Und, ja, da habe ich halt kurz bevor ich Minecraft hatte, habe ich mir irgendwie so eine Woche lang, habe ich drauf gewartet, dass ich Minecraft zocken kann. Bis ich mir dann die Demo geholt habe. Ja. Und da habe ich halt das ja mal gezockt. Als Ersatz sozusagen. Ja, weil es war halt einmal so, das war April 2012. Da habe ich zum ersten Mal Minecraft gezockt auf dem Rechner von einem Kumpel. Und vorher habe ich ihm immer nur zugeguckt und da habe ich auch mal selber gezockt dann. Und da wollte ich das dann unbedingt auch haben, aber ja, da musste ich halt nur eine Woche warten. Ja, aber das ist jetzt auch egal. So, wir töten ja nochmal die. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig hier. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder drauf gehen. Oder, naja, das erste Mal diese Runde eigentlich. Wir haben jetzt noch zwei Leben übrig. Jetzt spawnen wir ja auch hier oben. Ich schieße immer daneben, ne? Ah, jetzt habe ich eine Bombe gedroppt, habe ich gerade gemerkt. Oh shit, schon wieder tot. Naja, dann auf ein neues. Und ja, auf jeden Fall, das ist so die Geschichte dahinter. Ich weiß gar nicht, wann ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Also 2012 im April, da kannte ich das Spiel schon länger. Da habe ich es nur halt mal öfter dann wieder gespielt. Aber ich kannte das vorher auch schon. Ich weiß aber nicht mehr wann. Oder wann ich das zuerst gezockt habe. Ja, das ist so lange her. Bestimmt 2010 schon oder so. Das waren halt so Spiele, waren 10 Spiele auf so eine CD. Das war von TV14 so eine CD. Und da waren unter anderem auch Flow und Echos und sowas drauf. Halt alles das, was ich schon mal auf meinem Kanal gezeigt habe. Ja, waren alles nur Spiele von da. Ich weiß gar nicht, was war noch drauf. Ja, Trackmania war auch noch drauf. Das sehen wir dann in 2 Wochen. Und Railroad Tycoon Deluxe. Das ist auch noch so ein Spiel. Das möchte ich auch noch auf meinem Kanal bringen. Ist mal ein Scheißspiel von 1900 irgendwie, aber ist, ich möchte es einfach noch mal zeigen. Und ich denke mal, das wird bald auch kommen. Ich weiß aber jetzt noch nicht genau wann. Also das dauert wahrscheinlich noch. Außerdem weiß ich gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Also das wird wohl wieder ein richtiges Fail-Video, wo ich nichts peile. Ja, aber das kommt erst später. Vielleicht in 3 Wochen schon, ich weiß es noch nicht. Oder in 4 Wochen. Je nachdem, wie ich dann immer League of Legends bringe. Das wird nämlich immer relativ spontan entschieden. Na gut. Ja, so spontan nicht. Also das wird immer unterschiedlich sein, sagen wir mal so. Spontan entscheide ich das eigentlich nicht. Ich plane das schon immer ziemlich lange im Voraus, wann welches Video kommen soll. Finde ich irgendwie besser, da komme ich besser zurecht. Und ja. Auf jeden Fall. Ja, das waren so alles die Spiele damals. Ach, scheiß Bombe, die rollt immer zurück, ne? Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Mann, ich habe heute irgendwie gar nicht so einen roten Faden, den ich abarbeiten kann. Ist ein bisschen doof. Ja, komm, jetzt stoppt er aber, oder? Jo. Schön, da hätten wir das Level auch geschafft. So. Ach, jetzt bin ich nochmal zurückgegangen, weil ich Dingens holen wollte. Nochmal Munition. Weil ich dachte, dass man das mit überträgt oder so, wenn man ins nächste Level geht. Deswegen habe ich jetzt nochmal nach Munition geguckt. Und ja, war ein bisschen doof. Weil das wird ja dann eh immer zurückgesetzt. Aber naja, da habe ich halt irgendwie nicht dran gedacht. Und deswegen bin ich ja nochmal, oder das habe ich halt einfach nicht mehr gewusst und deswegen bin ich nochmal zurückgelaufen. Mensch. So schlimm wird es ja nun auch nicht gewesen sein. Ja. Dann schauen wir mal. Wir gehen ins Ziel. So. Was ich mir übrigens auch noch überlegt hatte, ist ja, ob ich die alten Videos nochmal neu aufnehmen soll. Oh shit, Alter. Wie viele? Ob ich die alten Videos nochmal neu aufnehmen soll. Sowas wie Flow. Oder was hatten wir noch hier? Wie hieß das? Die Rettungspolizei? Nee.
Irgendwas mit Rettungsdings. Also solche alten Videos, wo ich früher mal Let's Trash von gemacht habe. Die möchte ich nochmal neu aufnehmen, weil ich jetzt ein besseres Mikro habe und irgendwie jetzt auch mal, ja, das nochmal neu machen will. Das weiß ich halt nicht, ob ich das nochmal machen soll. Es wird jetzt so ungefähr 10 Spiele betreffen, glaube ich. So grob überschlagen. Ja, so ein paar Moorhuhn würde ich dann vielleicht auch noch machen. Na gut, Moorhuhn vielleicht nicht unbedingt, nee. Aber hier Flow hätte ich auf jeden Fall noch mal gerne. Echos. Ja, was gab's noch so, was ich damals als Let's Trash gebracht habe? Kara Scratch. Nee, ach so, Fahrsimulator, genau, das gab's auch noch. Ob ich das noch mal neu mache? Oder hier, wie hieß das andere? Baumaschinen-Simulator, genau. Oder Space Shuttle Simulator, das war ja eh der beste, Alter. Nee, aber ob ich die Spiele zumindest noch mal neu mache, ich weiß es noch nicht. Ich möchte da irgendwie, ich möchte jetzt die alten Videos nicht mehr zu dieser Playlist hier machen. Ich möchte irgendwie das noch mal neu aufbereiten. Ich weiß nicht, weil die alten Videos sind halt auch schon 2 Jahre alt, teilweise, oder 1,5 Jahre. Je nachdem, wann sie dann genau kamen. Aber ich möchte halt irgendwie nochmal neu haben. Ich weiß nicht. Fände ich irgendwie besser. Also wenn sich's ergibt, dann mache ich das, aber ich muss mal gucken, wie es zeitlich passt. Weil ich ja auch, ja, also ich habe auch, ich habe ja mal gesagt, dass ich bis Ende dieses Jahres noch meinen Kanal betreibe. Aber nee, bis, was hatte ich gesagt? So August, September, genau. Ah, das wird nie im Leben was, Alter. Ich habe noch so viele Ideen, ihr seht das. Das wird noch viel, viel länger dauern, Alter. Bis mindestens, Dezember mache ich meinen Kanal noch. Mindestens. Vorher wird das nicht hier mit, aufhören, weil ich noch wirklich so viele Pläne habe. Und ja, ist wirklich krass, also, ne? Und ich weiß nicht, ob ich dann die Videos nochmal neu aufnehme. Ich lasse mir da, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um mir das zu überlegen. Und mache das jetzt noch nicht. Das würde dann erst später kommen. Und da werde ich halt auch nicht alles machen. Ich würde wahrscheinlich dann nur nochmal diese 4 Spiele, die ich genannt habe, zeigen. Das heißt hier Baumaschinen-Simulator, Fahrsimulator, Flow und Echos, genau. Obwohl ich Echos ja auch zu einem anderen Anlass nochmal machen wollte. Aber egal. Das seht ihr dann später. Ja, weiß ich halt noch nicht, wie ich das mache. Mal schauen. Und ja. Gibt's noch irgendwelche andere Spiele? Was hatte ich denn damals? Strike Ball 3 hatte ich auch noch, ne? Das war auch cool. Hätte ich auch nochmal Bock drauf, ehrlich gesagt. Na, wohl. Oder Pirate Will, genau. Ach nein. Nicht Pirate Will und Lost Identity. Ach, die waren scheiße. Also solche Spiele will ich nicht nochmal zeigen. Nur halt solche Spiele, die ich, ja, ich weiß nicht, die, ohne die Playlist einfach unvollständig wäre. Ja. Und hier, ja, sowas wie Pirate Will brauchen wir da ganz ehrlich nicht. Hier Let's Wimmel. Oder hier Stray Souls und Robinson Crusoe, das waren ja alles so Wimmelbildspieler. Spiele, die ich damals gemacht habe. Alter, das will ich nicht nochmal bringen. Nee. Da reichen die alten Videos. Ja. Ist aber an sich eine ganz gute Idee. Ich kann mir das ja nochmal aufschreiben, die einzelnen Spiele, die das betreffen würde. Und dann, ja, läuft das doch, ne? Okay. Ach du Scheiße. Ja, mal schauen, wann ich dann wieder zum League of Legends aufnehmen komme. Ich weiß noch gar nicht. Ich habe wirklich in letzter Zeit wenig Zeit dazu. Fällt mir auf. Also in der Woche geht's fast gar nicht mit League of Legends. Ich guck mal, ob ich jetzt am Sonntag aufnehme, also für euch dann morgen, wenn das Video kommt, ob ich da dann mal eine Folge mache. Und ja, ich nehme die Folge ja by the way gerade am Montag auf. Es ist gerade der 18. Ja, der 18.1. Und ja, deswegen, also nicht so weit vorproduziert wie sonst manchmal, ne? Ja, letztens hatte ich ja mal wieder ein Video, was irgendwie 2,5 Wochen vorproduziert war. Das war schon ein bisschen mehr, ne? Aber naja.
So 5-6 Tage im Voraus geht auch immer. Das ist immer chillig. Okay. Ach, die Dinger nerven. Vor allem, weil du da nicht hinkommst an die Teile dann. Und immer in den sicheren Tod springen musst. Deswegen. Es lohnt sich sowieso jetzt nicht, kurz vorm Ziel die Dinger noch einzusammeln. Gehen wir einfach hier ins nächste Level. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Kommt viel auf mich geflogen. Ja, was wollte ich sagen? Das wird wahrscheinlich das letzte Level jetzt sein fürs Video. Das Video geht schon wieder über eine Viertelstunde. Ich wollte es eigentlich heute nicht so lange machen. Naja, wir gucken uns das Level nochmal kurz an und dann beenden wir das Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir doch mal mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben. Und Alter, was ist hier los? Ach, ich bin eh schon tot. Geil. Ja, also schon mal im Voraus Dankeschön fürs Zuschauen. Beziehungsweise nicht im Voraus, es ist ja jetzt schon fast vorbei. So. Tschüss. Ach, da ist wieder so ein Ding hier, was ich wieder zurechtschieben muss. Da habe ich aber eher Semi-Bock drauf, ne? Ja. So. Ich weiß aber nicht, wie man hier dann irgendwie weiterkommt. Wozu das Ding gut ist. Ich glaube, das muss man hier überall lang schieben. Das ist ja nervig. Und auf die Dinger habe ich jetzt auch schon fast keinen Bock mehr. Deswegen würde ich sagen, brechen wir dann hier gleich mal ab. Ja, jetzt bin ich eh tot. Schön. Naja. Gut, das war mal wieder hier. Ein Tutorial gibt es, by the way, auch noch. Das hätte ich auch mal zeigen können, aber ist jetzt egal. Ich meine, wir sind ja schon erfahren. Wir brauchen kein Tutorial mehr. Gut, Leute, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Jetzt bei 17 Minuten. Ist ganz gut und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, nächste Woche League of Legends und so weiter, ne? Also, haut rein, bis dahin und ciao.